Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Newsroom. Wir sind wie immer im 22. Bezirk am PSV-Gelände. Heute ist auch schon Dienstag, das heißt morgen bricht auch schon der letzte Tag der Meisterschaften an. Jetzt gibt es wie immer noch ein Resümee vom Tag und im Anschluss darf ich dann meinen besonderen Studiogast empfangen. Viel Spaß! Judo, Golf, Tennis und Fußball steht noch kein Gewinner fest, weil morgen werden dann noch weitere Spiele ausgetragen. Im Bereich des Beachvolleyball ist Bundespolizeimeister der Herren im Doppel niemand anderes wie Clemens Doppler und Alexander Horst. Und bei den Damen im Beachvolleyball im Doppel ist Celine Grebin und Hanna Zenton. Im Rennsport, also beim Rennrad, ist Bundespolizeimeister Christoph Mick. Der ist auch zugleich Bundespolizeimeister beim Mountainbiken und Bundespolizeimeisterin ist die Anna Seebacher. Beim Spezialschwimmen und beim Schießen stehen auch noch die Ergebnisse aus, das heißt, es wird dann morgen nachgereicht. Beim Motorradbewerb ist Bundespolizeimeister Roland Rappold und zu guter Letzt beim Seilklettern, also im Klettersportbereich, ist Bundespolizeimeister Patrick Bischoff. Und Bundespolizeimeisterin ist Christiane Burtscher. Heute ist es mir eine besondere Ehre, meinen Studiogast willkommen zu heißen. Heute darf ich nämlich meinen eigentlichen Chef, Michael Koppisch, hier begrüßen. Er ist Leiter und Verantwortlicher der Sektion Bergsport und ihm ist es auch zu verdanken, dass heuer erstmalig bei den Bundespolizeimeisterschaften die Sportart Klettern mit dabei ist. Und ich würde jetzt mal meinen, dass Wien nicht unbedingt die Bergstadt ist. Hallo Michi, wie geht's dir und wie hast du das eigentlich geschafft? Ja, hallo Conny, vielen Dank für die Einladung. Ja, also das Ganze hat so angefangen, wir haben die Sektion Bergsport vor 3 Jahren gegründet und da sind wir eigentlich beim PSV Vorreiter. Man glaubt jetzt, ja, Wien, das liegt so östlich, fernab der Berge, ist aber nicht ganz so, weil wenn man jetzt rechnet, Wien ist eine Millionenstadt und im Nahbereich von Wien hat man innerhalb von 45 Minuten, einer Stunde wirklich schöne Klettergebiete, wenn man jetzt zum Beispiel die Hohe Wand, Beilstein oder das Höllental anschaut. Und wenn man nur ein Stückchen weiterfährt, dann ist man natürlich im klettertechnischen Herzen Österreichs in der Steiermark. Und da hat man wirklich mit dem Hochschwabgesäuse oder doch schon alles, was das Kletterherz begehrt. Und dann haben wir uns eben entschlossen, Bundespolizeimeisterschaften war es naheliegend, dass wir wirklich versuchen, einen Sportkletterbewerb aus der Wiege zu heben. Und da haben wir uns eben entschlossen, 2 Bewerbe zu veranstalten. Einerseits das Bouldern und andererseits das Vorstiegsklettern. Da ist uns eigentlich mehr darum gegangen, dass man halt, weil viele Athleten haben wirklich eine lange Anreise und da wollten wir einer wirklich ein Programm bieten, dass man halt maximal zum Klettern kommt. Und da haben wir jetzt 10 Boulder in der Qualifikation und 3 Boulder im Finale und 5 Seilkletterrouten in der Qualifikation und 5 im Finale. Okay,
Dann, was ist der Unterschied von Bouldern zum Seilklettern? Also nur der grobe Unterschied? Also Seilklettern, sagt ihr schon, also man nimmt ein Seil und geht quasi im Vorstieg eine Wand hinauf. Okay. Bis zu einem Punkt, an dem man sich dann wieder runterlässt. Und das Bouldern ist eigentlich nur das Klettern in Absprunghöhe. Und das hat eigentlich, ist technisch relativ anspruchsvoll. Okay, sehr gut. Ja gut, wie viele Sportler nehmen da heuer teil, beziehungsweise gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die sie aufweisen müssen? Irgendwelche? Genau, ja, dadurch, dass das allererste Mal ist bei den Bundespolizeimeisterschaften, war es für uns irrsinnig schwierig, dass wir das Ganze kalkulieren. Aber es haben sich dann da aus den ganzen Bundesländern 30 Athleten und Athletinnen angemeldet. Und die ganze Durchführung des Bewerbes, muss man auch sagen, die wäre nur möglich, dadurch, dass ich wirklich ein starkes Team hinter mir habe, die mich da wirklich in alle Belange unterstützen, sei es im Routenbau, sei es in der Verpflegung für die Athleten. Also da habe ich wirklich ein Glück, dass ich solch eine Leute hinter mir habe. Das ist schön zu hören, das freut mich. Wird diese Disziplin auch weiterhin bei den Bundespolizeimeisterschaften ausgetragen? Ja, ob sie weitergeführt wird, steht jetzt noch in den Sternen. Aber es wäre natürlich wünschenswert, dass das auch in Zukunft weitergeführt wird. Und wir würden uns freuen, bei den nächsten Bundespolizeimeisterschaften dann selbst als Teilnehmer dann die Möglichkeit haben, da mitzumachen. Das hoffe ich natürlich auch. Und meine letzte Frage ist, was wünschst du dir, beziehungsweise es sind ja beide Kletterbewerbe jetzt schon vorbei, werde heute auf den Sportlabend gehen und ein, zwei Gläschen trinken und darauf anstoßen? Ja, also das waren zwei intensive Tage und die werden wir natürlich beim Sportlabend heute ausklingen lassen. Sehr gut, das freut mich. Okay, gut, das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, gibt es noch das letzte Mal eine Vorschau auf morgen, weil morgen sind schon die Bundespolizeimeisterschaften zu Ende. Beachvolleyball, Fußball und Tennis findet im Sportcenter Donau City im 22. Bezirk statt. Da gibt es dann morgen ein Ergebnis. Dann im Bereich des Motorsports gibt es den Automobilbewerb. Der findet in Markgraf-Neusiedl am Gelände des VfV, das ist der Verein zur Förderung der Verkehrssicherheit. Dann Golf im Golfclub in Freudenau im 2. Bezirk. Und das Rettungsschwimmen im Stadionbad im 2. Bezirk. Und zu guter Letzt der Polizeidreikampf mit folgenden Disziplinen. 1000 Meter Laufen, Schwimmen und Schießen und das Schießen im HSV im 21. in Stammersdorf, Schwimmen im Stadionbad und der 1000 Meter Lauf im PSV-Gelände. Gut, das war's heute aus Kaisermühlen und ich hoffe, ihr seid morgen wieder live dabei. Tschüss, Baba! Tschüss!